Guten Tag, hier ist meine Schlagzeile von heute. Ex-It-Girl Paris Hilton will ein weiteres Baby und es auch aus Zeitgründen auf die bequemere Art des Kinderkriegens zur Welt bringen zu lassen. Baby Nummer 3, kaum zu glauben, Hotelerbin Paris Hilton hat im Alter von 42 Jahren ihre Muttergefühle im Besonderen entdeckt und will ein drittes Kind. Sie möchte es ebenso durch eine Leihmutter auf die Welt bringen lassen. Das süße Geheimnis einer weiteren Familienvergrößerung verriet Kathy Hilton, die Mutter der beiden Töchter Paris und Nikki, gerade ihren Freundinnen Paula Abdul und Denise Richards auf der alljährlichen Pyjama-Party in ihrer Villa in Bel Air und schwärmte von den neuen Enkelkindern Phoenix und London. Das Ex-It-Girl Paris ist ganz vernarrt in ihren 10 Monate alten Sohn Phoenix und die ein paar Tage junge Tochter London, die sie und ihr Mann Carter Roym austragen ließen. Sie würden sich am liebsten über ein Schwesterchen für die beiden Kleinen wünschen. Aller guten Dinge seien 3, wie auch bei ihrer Schwester Nikki Hilton Rothschild, die 2 Töchter und einen Sohn hat und ihr manchen guten Ratschlag geben kann. Die immer für Überraschungen bekannte Paris Hilton behauptete anfangs, die Schwangerschaftserfahrungen gerne selbst durchlebt zu haben. Ich hätte es geliebt, das Baby im Bauch wachsen zu fühlen, die Tritte zu spüren und all diese aufregenden Momente zu erfahren, sagte sie. Aber es seien eine Reihe von Gründen gewesen, sich für die Leihmutterschaft zu entscheiden. Sie habe eine abenteuerliche Phobie vor Arztpraxen und dem physischen Prozess der Entbindung. So hätte sie eine Folge von ihrer ehemaligen Reality-Show »The Simple Life« nachhaltig traumatisiert, bei der sie im Raum war, als eine Frau ein Kind bekommen hatte. Aber ich wollte unbedingt eine Familie. Es ist nur der physische Part. Ich bekomme Panikattacken bei Geburt und Tod. Es sind die beiden Dinge, die mir mehr Angst machen als alles andere auf der Welt. Es genügt mir schon, eine Spritze zu sehen, so Paris. Bei ihren ersten 2 Kindern überließ sie das Windelwechseln meist ihrer Nanny. Auch wegen des überfüllten Terminkalenders von Paris Hilton eignete sich, aus Zeitgründen ideal, der Weg für das anscheinend bequemere Kinderkriegen.